Der erste Serien-Aurus-Senat rollte in Russland vom Band und markierte den Beginn der lang erwarteten Massenproduktion. Obwohl der Wagen der Premium-Klasse für einen wohlhabenden Käufer konzipiert ist, kann das Ereignis als historisch für die gesamte russische Automobilindustrie und nicht nur für diese bezeichnet werden. Hören Sie mehr darüber, was Deutschland damit zu tun hat. Der erste Serien-Aurus-Senat rollte vom Band. Dies ist zweifellos ein historisches Ereignis für die russische Autoindustrie, da eine ganze Palette von Luxusautomobilen praktisch von Grund auf neu geschaffen wurde. Bis zum Ende des Jahres planen wir, etwa 300 Einheiten zu produzieren. Insgesamt erlaubt die Werkskapazität die Herstellung von bis zu 5000 Autos pro Jahr. Die Zeit wird zeigen, wie beliebt der neue russische Aurus sein wird. Aber wir haben bereits 500 feste Bestellungen für ihn. Im nächsten Jahr wird im gleichen Werk die Produktion des SUV Aurus Kommandant und des Minivans Aurus Arsenal aufgenommen. Vom ersten Tag seines Bestehens an hat das Projekt nicht aufgehört, über seine russische Herkunft zu streiten. Heute hat diese Frage eine eindeutige Antwort. Der Lokalisierungsgrad des Aurus liegt bei 53% und wird bis Ende 2022 80% erreichen. Viele wichtige Komponenten werden in Russland hergestellt. Zum Beispiel das Automatikgetriebe, die Aufhängung, der Elektromotor des Hybridgetriebes und alle Arten von Elektronik. Auch Walzerzeugnisse aus Metall werden in Russland produziert. Der Motor wird in Russland zusammengebaut, aber seine Schlüsselkomponenten werden in Deutschland gefertigt. Allmählich wird ihre Produktion nach Russland verlagert und das bietet große Chancen. Der Aurus basiert auf der russischen modularen EMP-Plattform, die nicht nur die Produktion einer Limousine, eines SUV und eines Minivans, sondern auch eines Sedans, eines Cabrios, eines Motorrads und sogar eines Hubschraubers ermöglicht. Andere russische Automobilhersteller werden diese Plattform nutzen können, um ihre Modelle in ganz unterschiedlichen Preissegmenten zu produzieren. Das Aurus-Projekt wird ebenfalls entwickelt. Ein Aurus-Senat mit Wasserstoffmotor, das weltweit erste wasserstoffbetriebene Auto in diesem Segment, ist bereits entstanden und getestet worden. Auch die Möglichkeit, ein Senat-Elektromobil zu entwickeln, wird in Betracht gezogen. In diesem Sommer wird das Aurus-Triebwerk zum ersten Mal in die Yakovlev Yak-18T eingebaut und getestet. Und wenn es sich gut schlägt, wird die russische und deutsche Industrie einen riesigen Auftrag zur Umrüstung der Leichtflugzeuge erhalten. Das ganze Aurus-Projekt ist also viel mehr als nur eine Maschine für die Reichen. Es ist ein Projekt, das der Entwicklung der gesamten russischen Automobil- und teilweise auch Luftfahrtindustrie einen Impuls geben kann. Wir werden seine Entwicklung auf unserem Kanal verfolgen.